Wo bleibt denn der Beep schon wieder? Seit 2015 sind Thomas Riedl und Marius Biebsch mit der Kamera für meinstutensee.de in Stutensee unterwegs. Riedl und Biebsch heißt die Reihe. Nun beenden sie ihre gemeinsame Arbeit. Warum? Darüber werde ich gleich mit ihnen sprechen. Und jetzt das letzte Video mit Marius Biebsch und Thomas Riedl. Mit Marius Biebsch und Thomas Riedl. Und sind heute unterwegs mit Marius Biebsch und Thomas Riedl. Marius Biebsch und Thomas Riedl. Hänsel und Gretel gingen durch den Hartwald. Es war so finster und auch so bitterkalt. Sie kamen an ein Häuschen der Stadtverwaltung fein. Wer mag darin wohl heute Abend sein? Die Hartwaldhexen Stutensee feiern heute ihre 5. Hexenrocknacht und wir sind dabei mit Thomas Riedl als Hänsel und Marius Biebsch als Gretel. Und wir sind für Sie dabei mit Marius Biebsch und Thomas Riedl. Mit Marius Biebsch und Thomas Riedl. Wir sind gespannt und dabei mit Marius Biebsch und Thomas Riedl. Heute sind wir für Sie hinter den Kulissen mit Marius Biebsch und Thomas Riedl. Der KCP wird 33 Jahre und wir von Mainstutensee sind auch wieder da. Doch hier sind wir willkommen. Drum, ahoi, ihr Piraten. Wir kommen. Mit Marius Biebsch als Nikolaus und Thomas Riedl. Marius Biebsch und Thomas Riedl. Und wir begleiten heute die wilden Engel live bei ihrem Konzert mit Marius Biebsch und Thomas Riedl. Marius Biebsch und Thomas Riedl. Wir von meinstutensee.de sind heute beim Herbstfest der Pferdefreude in Blankenloch mit Melanie Hofmann und Thomas Riedl. Wo ist eigentlich Biebsch? Ich glaube, der ist schon wieder was essen. Und Marius Biebsch. Schön gemacht. Gegessen und getrunken haben wir auch. Jetzt kann das Wochenende kommen. Wie bist du denn damals auf die Idee gekommen zu der Videoreihe Riedl und Biebsch? Ja, ich war ja damals in deinem Team seit 2015 im März als Videoreporter für meinstutensee unterwegs und lernte dann in der Redaktionssitzung Marius kennen und das hat gepasst und wir haben gesagt, wir versuchen mal ein Video gemeinsam. Das allererste Video war der Rathaussturm in Blankenloch und ja, das hat uns beiden unheimlich viel Spaß gemacht. Marius, wo gab es das beste Essen? Tatsächlich war es überall lecker, aber das Oktoberfest, das war schon das Beste. Welches Video hat dir am meisten Spaß gemacht? Ja, Riedl und Biebsch ist eine Herzensgeschichte. Eigentlich waren alle Videos unheimlich toll.
Riedel und Biebsch hat sich ja hier raus ausgezeichnet, dass es kein Konzept gab. Ne? Es war kreuz und quer, ohne Plan. Wir haben angefangen zu filmen und wussten nicht, was hinten rauskommt. Und das war das, was uns Spaß gemacht hat. Ne? Nicht zu wissen, was am Ende, wie das Video am Ende aussieht. Das schönste Video für mich war hinter den Kulissen im Blankenlocher Oktoberfest. Ne? Weil wir hier natürlich auch aufzeigen konnten, wie es ist, ein Verein, hinter dem natürlich viel Arbeit steckt, zu sehen. Und auch, wie viele Teller gespült werden, das sind alles Dinge, die man ja im Festbetrieb nicht beachtet. Und das aufzudecken, war schon toll. Warum ist die Fortsetzung eurer Arbeit jetzt nicht mehr möglich? Für mich ist so, ich bin ja am 26. Mai in den Gemeinderat nach Studensee gewählt worden, auch in den Ortschaftsrat in Spöck. Und um die Tätigkeiten korrekt ausfüllen zu können, würde ich gerne mit meinen Studensee-D aufhören. Vielen Dank euch beiden auf jeden Fall für eure tolle Arbeit über die langen Jahre. Nach dem Ende von Riedel und Biebsch wollen wir eine neue Videoreihe für meinstudensee.de starten. Du meinst, du kannst es genauso gut wie Riedel und Biebsch? Dann melde dich doch bei uns. Den Castingaufruf findest du auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf interessante Einsendungen. Ja, an alle da draußen, es hat uns unheimlich viel Spaß gemacht mit euch. Wir waren unheimlich gerne mit euch unterwegs und von daher gehen wir mit einem lachenden und auch einem weinenden Auge. So ist, kann ich dir nur zustimmen, Thomas. Was ich noch sagen möchte, eure Arbeit möchte ich mal lobenswert erwähnen. Ich finde es bärenstark, was ihr treibt. Ehrlich, das ganze ehrenamtlich, super.